a lot of people with a lot of knowledge in different areas coming together. Und sie lernen hier die Leute von Deutschland, von Wien, von München, von England kennen. Das ist wirklich eine große Erweiterung für das Netzwerk. We wanted to showcase the depth and the breadth of knowledge and skill and experience that you collectively have. Ich möchte Eindrücke über die Vielfalt von Züge bekommen und über die unterschiedlichen Projekte, die wir gemacht haben. Austauschen zu Themen, Wissenstransfer zu machen. Ein wenig die Kollegen kennenlernen, auch aus den anderen Ländern. Es ist wirklich eine richtige Konferenz, wie man sie in grossem Stil auch von den USA her kennt. Was faszinierend ist, ist, mit ein paar kurzen, provokanten Statements kriegt man eine große Gruppe von Experten in eine spannende Diskussion. What use indeed? These guys get to pilot the sports car on national television down to the surface of the moon. Climb out on the surface of the moon. The keynote was fantastic. Komplett begeistert von der Präsentationstechnik. Das wird einige von uns inspirieren, da bin ich davon überzeugt. Ja. Ich fand die Sessions interessant. Ich war hauptsächlich in den Agile Tracks oder wenn es was gab mit UX. Also es ist immer wieder faszinierend, wie viel spannende Kollegen wir so im Hause haben. I feel very proud to know that we've got so many experts in Zulco who both really know about really relevant technologies and techniques and also excellent at sharing those around their colleagues. Ich glaube, wir haben ein gutes Programm zusammengestellt, was auch sehr, sehr divers ist und wo wir verschiedene Themen gefunden haben, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Es war überwältigend, wie viele Leute bereits bei Zülke arbeiten, wenn man da in den Raum geschaut hat. Während dem Gig gestern war es dann ein bisschen laut, da musste man ein bisschen näher zusammenstehen für das Networking, aber ich denke, es war ein toller Abend, also mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Personal Kanban hat mir am besten gefallen jetzt. Die Struktur der Vortragsformate fand ich sehr gut. Es war eine gute Mischung zwischen Vorträgen und praktischen Sessions. Die Software Engineering Days sollten wir jedes Jahr machen.